Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Düsseldorf, Rhein-Ruhr Whisky Festival 2019, gemeinsam mit Jörg Rajewitz von Café Z. Oh, Café Z, das ist interessant. Wie kam es dazu und wo findet man euch? Aber man findet uns im Blankenstein im Ruhrgebiet. Ja. Da haben wir ein Café und eine Whiskybar. Okay. Und der Name setzt sich zusammen aus Café und Rajewitz, mein Nachname. Ah, Café das wusste ich auch nicht, dankeschön. Ja. Ich erkläre es gerne. Super. Ja. Und gibt es online auch euch zu finden? Was gibt es? Online kann man euch auch finden. Online, ja, wir arbeiten gerade dran. Also Instagram und Facebook natürlich intensiv. Genau. Und die Website geht jetzt in Kürze an den Start. Ah, super. Läuft, läuft. Und ihr habt ein paar Abfüllungen mit. Magst du ein bisschen was erzählen, welche Abfüllungen euch am Herzen liegen, besonders? Ja, gerne. Neben unseren eigenen, auf die ich gleich noch zurückkomme, bin ich natürlich ein großer Fan der Hart Brothers. Ah, und ja. Ich mag gerne alte Single Cask Whiskys, wie die Glen Scotias hier. Wunderbar. 24 Jahre in Madeira fast gereift, also gute, leckere Bar. Und kostet 100? Ah, 235 die Flasche. 190, 100, wie auch 235. I'm so sorry. No, das ist einfach der Qualität, der muss bezahlt werden. Sehr schön. Also es das heißt, ihr seid, ihr verkauft und vertreibt auch Hart Brothers, auch eine sehr schöne Marke. Ganz genau. Und ihr habt eure eigene Abfüllungen auch. Erzähl mal ein bisschen dazu. Genau, wir haben auch unsere eigene Abfüllung. Ich kaufe Fässer oder Fassanteile direkt in Schottland ein, lasse die abfüllen, also gebottelt kommen die nach Deutschland. Ich finde es wunderschön in der klassischen Lickerflasche und dann sieht man sie da eben halt im Regal stehen. Diverse, hier ein wunderbarer alter Ardmore, 17 Jahre alt. Okay, oh wow, 17, gut. Selbstverständlich Single Cask, ganz hervorragend. Ja. Leider auch ein bisschen hochpreisiger. Auch schon 200? Ne, 117 noch. Genau. Super, und da haben wir auch ein paar andere Sachen jetzt her. Wunderbarer alter Bane ist hier, der steht bei 60 Euro. Ja. Oder eben halt hier der Crofton Ghee. Crofton Ghee ist nicht allen Menschen so sehr bekannt. Ne, die kleine Destillerie von Loch Lomond, die den rauchigen Whisky macht. Ja. Ganz hervorragend. Selten vor allen Dingen, weil Single Cask. Und kommt zu uns an Stand, probiert ihn einfach mal hier. Super. Also wir sind jetzt hier in Düsseldorf. Wo seid ihr das nächste Mal unterwegs auf einer Messe? Na, wir sind nächstes Mal wieder unterwegs in Mülheim auf der Aquavite, weil wir nur drei Messen machen im Jahr, da wir Kaffeebetrieb und Barbetrieb und noch das Friseurgeschäft haben. Ja. Oh, aber ein bisschen wenig Zeit, ne? Das stimmt. Das heißt, ihr seid in Düsseldorf, ihr seid in Mülheim in der Ruhr und dann Nummer drei ist? Hattingen. Ja, stimmt, wo ich euch da gesehen habe, Hattingen. Da haben wir uns ja schon gesehen, genau. Ja, das sind unsere drei Messen. Genau, perfekt, wunderbar. So, also wer dabei sein möchte, muss unbedingt zu Mülheim Aquavita im Herbst 2019 dabei sein. Da könnt ihr einfach ein bisschen hier sehen. Ihr habt auch einen Café, ihr habt euer Whisky denn dabei, ihr habt euer Friseur dabei. Genau. Mensch, ihr macht ganz schon viel. Ja, läuft. Ne? Ich meine, wir sind unterwegs im Genuss. Ne? Ja. You know, Whisky is a mission and coffee too. Super. Toller Schluss. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ciao. Ciao.